So, Blaurücken-Wyvern erledigt. Beute. Oh ja, das ist gut. Das kann ich die Lebensflamme aufleveln. Die Leben. Da hätten wir. Fehlen noch die Engelshauben. Not bad. Mit betörendem Duft. Ja. Das sind alle Zutaten, die Molly für ihr Rezept braucht. So. Also zurück. Das ist doch schon mal gut. Wunderbar. Jetzt gehen wir zu Molly, da kann die Alte wieder kochen. La 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 la. Im Versteck haben alle ihren Appetit verloren. Und? Hast du von Harpo was erfahren? Hab ich. Er war wie immer sehr hilfsbereit und konnte mir genau sagen, wo ich suchen muss. Was genau werde ich denn nun zubereiten? Oder soll ich lieber nicht fragen? Frag besser nicht. Wyvernleber und ein Farn namens Engelshauben. Ah, Wyvernleber also. Naja, immerhin keine echten Würmer. Also gut, du bleibst, wo du bist. Ich schmeiße den Herd an. Hoffen wir, dass die Köche von einst wussten, wovon sie sprachen. Das hoffe ich auch. Und voila! Gebratener Himmelswurm-Leberschmarrn. Yvonne hat angeboten, ihn als Erster zu kosten. Also genauer gesagt hat er förmlich darum gebettelt. Ja, aber natürlich. Gibt es eine größere Ehre, als ein Stück kulinarische Geschichte mitzuerleben? Sie nicht auskacken zu müssen. Ja. Yep. Das ist nicht die Reaktion, die ich mir erhofft hatte. Was ist das für ein Hexenwerk? Erst salzig und knusprig, dann weich und luftig. Eine geradezu stürmische Attacke der Aromen. Doch es ist der pikante Kuss der Engelshauben, der dieses wilde Gericht zähmt. Es ist eine Meisterleistung, eine Naturgewalt sogar. Ein Strudel aus Geschmack und Gefühl. Ein anmutiges Biest, das aus einem Schlummer erwacht ist. Was zum Geier? Kann ich nicht genau sagen bei all dem Unsinn, den er redet. Aber du könntest recht haben. Es schmeckt wohl nicht schlecht. Nicht schlecht? Unglaublich! Und niemand soll es wagen, das Gegenteil zu behaupten. Sid. Darf ich vorschlagen, dass du einer Gruppe deiner besten Kämpfer befiehlst, sofort ein Dutzend Blaurücken-Wyvern zu beschaffen? Ich denke darüber nach. Was? Der hat so einen Geschmacksorgasmus gehabt, dass er komplett runtergefallen ist. So, jetzt müssen wir noch mit Gautier sprechen, dass alles geregelt ist. Also wenn du mich fragst, braucht sich da was zu sagen. Wer weiß, ob wir hier sicher sind. Gautier, du weilst noch unter uns. Dann hat Charon den Rubin angenommen. Also ist es so. Ich hab's versucht, aber sie hat ihn rundheraus abgelehnt. Sie hat ihn mir beinahe an den Kopf geworfen und gesagt, ich soll mir doch den blöden Stein sonst wohin stecken. Charon wollte keine Bezahlung. Vielleicht habe ich sie beleidigt. Du warst sicher höflich wie immer. Ich rede mal mit ihr. Oh, mein Retter. Hoffentlich hast du mehr Glück als ich. Der Typ ist ein echter Vollidiot, oder? Verkackt's überall. Kacklappen.
Er hätte ja gleich zu den Mädels hingehen können. Ich glaube aber, bei dem, was wir erwartet haben, ist der viel zu viel wert. Hallo, Charon. Ich höre, dir hat unser Angebot nicht gefallen. Wäre dir eine Rückzahlung in Gil lieber? Rückzahlung? Ich wüsste nicht, dass ich hier irgendwem was geliehen hätte. Möglicherweise habe ich 1-2 Myriaden zum Versteck beigesteuert. Aber das waren Spenden. Und was für eine Wohltäterin fordert ihre milden Gaben zurück? Natürlich waren sie das. Trotzdem wäscht eine Hand die andere. Und dem Versteck geht es jetzt besser. Den Dank eines zum Prinzen gewordenen Bettlers wirst du doch nicht ablehnen. Ach, wir sind jetzt also ein Prinz, ja? Na schön. Aber ich werde ihn verkaufen und nur meinen Anteil behalten. Den Rest bekommt ihr, verstanden? Das ist ein guter Deal. Finde ich gut. Wo hast du ihn überhaupt her? Ein guter Händler könnte für einen Sternrubin gut 1000 Myriaden bekommen. Und ein Gewitzter würde behaupten, er stamme direkt vom Gürtel von Sid, dem Geächteten, persönlich und das Doppelte verlangen. Ich glaube, mir fällt auch schon eine Käuferin ein. Vielleicht kennst du sie sogar. Eine Dame von Übersee, deren Schönheit nur von ihrem Händlergeschick übertroffen wird. Stört dich doch nicht? Keineswegs. Lass sie nur wissen, dass wir immer gern mit ihr Geschäfte machen. Ah, ich weiß, wen sie meint. Nimmt sie bestimmt gern an. Wie ich höre, hast du alle 3 Rubine übergeben. Und das dank ihm hier. Wofür bezahlen wir dich eigentlich? Da fällt mir ein, ich warte immer noch auf meinen Monatslohn. Oh, was man dir schuldet, merkst du dir, ja? Setz dich gefälligst hin und steh ja nicht auf, bevor die Bücher im Rhein sind. Sofort. Was man dir schuldet, das merkst du dir, ja? Herrlich. Den kenne ich doch. Tust du, ja. Sehr gut sogar. Der einzige Kelch, den Sid je benutzt hat. Aus Gewohnheit. Oder weil der Dreckspatz zu faul war, sich einen sauberen zu holen. Zweiteres würde eher passen. Ich weiß so wenig über ihn. Wie fast jeder. Martha und Madame scheinen einiges mit ihm erlebt zu haben. Das haben sie. Wie lange kanntest du Sid? Oder weil der Dreckspatz zu faul war, sich einen sauberen zu holen. Oh, schön. Spieler, lustig kleine 20 Jokes. Jahre ungefähr. Früher war ich Zahlmeister auf einem Handelsschiff. Von da kenne ich ihn. Er war mit an Bord nach, weiß nicht mehr. Und weil es nachts sonst nichts zu tun gab, haben wir zusammen rumgetrunken, bis mich die Morgenglocke wieder zur Arbeit gerufen hat. Kurz darauf habe ich gekündigt, weil ich nämlich eine junge Frau geschwängert hatte. Aber Sid und ich sind Freunde geblieben. Wir wollten irgendwann nochmal gemeinsam auf See. Das war, bevor das Schicksal es anders mit mir meinte. Der Sohn, der mir geboren wurde, stellte sich als Träger heraus. Und das war unmöglich zu verstecken. Hätte deine Familie nicht... Meine Familie wollte den Kleinen gar nicht. Das kleine Monster sollte nur weg. Ich konnte ihn nicht aufgeben. Einfach so vergessen. Und ich habe nicht verstanden, wie alle anderen das konnten. Zum Glück dachte Sid genau wie ich. Und er war an meiner Seite, als ich die Welt nur noch brennen sehen wollte. Er hat für mich geweint, als ich selbst keine Tränen mehr hatte. Er hat geschworen, dafür zu kämpfen, dass das alles aufhört. Und er hat sein Wort gehalten. Hat Valut den Rücken gekehrt. Sein Rang, sein Einfluss, weg, war ihm egal. Er hat alles aufgegeben, um gegen ein Unrecht zu kämpfen, das dem Rest der Welt nicht mal bewusst war. Da wusste ich, ihm werde ich folgen, bis ans Ende aller Tage. Sittert Eier?
ordentliche, kräftige, dicke Eier. Da sehen wir nochmal was von ihm. Da sind sie. Er hatte schon immer die Gabe, die Welt zu durchschauen, unser Sid. Während wir einfach jede Lüge geschluckt haben, die uns aufgetischt wurde, hat er alles hinterfragt. Es war bestimmt nicht einfach, diese Last allein zu tragen. Hat ihn aber nicht abgehalten. Sid ist einfach der Dude. Er hat das geglaubt, was er für richtig hielt. Deshalb haben wir an ihn geglaubt. Geglaubt, dass er uns den Weg weist. Das sah ja so aus. Ich habe mir geschworen, für immer dicht bei ihm zu bleiben, damit ich ihn auffangen kann, falls er stolpert. Ja. Nicht mal das habe ich geschafft. Was soll's? Ignoriere einfach mein dummes Gerede. Ach, das Zeug. Lass nur, ich räum's nachher weg. Das ist Sids Handschrift. Ich werde gerade so ein bisschen nostalgisch. Lieber Otto, ich bin besoffen, aber du sollst wissen, das Versteck wäre erledigt. Ohne dich. Ich bin besoffen. Ehrlich. Du bist der Beste, Brombeer. Du bist der Beste. Dieser Brief. Ich bin besoffen, aber du sollst wissen. Was ist damit? Besoffene sagen immer die Wahrheit, ehrlich. Sid hat recht. Ohne dich werden wir verloren. Erster Satz, ohne dich, bester Brombeer. Schön. Hey, finde ich gut. Hätte er mir doch mal sagen können, dieser. Wenigstens einmal bevor. Du bist der beste Brombeer. Aber... warum auch? Ich hätte ihn doch sowieso nur wieder angeblafft. Dieser Sid. Und das stimmt nicht, was ihr sagt. Ich bin sicher nicht der Einzige, der das Versteck über Wasser hält. Das sind wir alle. Keine Ahnung. Vielleicht konnte man es gerade so entziffern. Und selbst das nur mit mäßigem Erfolg. Eins, zwei, drei. Soll Gautier übernehmen? Besser nicht. Ein paar Jahre werde ich das Ganze noch verkraften, glaube ich. Na, das will ich doch schwer hoffen, Otto. Warte noch kurz. Krieg ich bestimmt irgendwann Sid auch mal vom Justice gewollt, so. So eine besoffene Notiz. Aber das. Ey, Sascha, du bist zwar besoffen, aber. Du bist ein lustiger Kauz. Fett Arsch. Danke. Für die kleine Aufmunterung. Ich werd's wieder gut machen. Hast du schon. Hat Sid immer draus getrunken. Vielleicht war was Besonderes. Das war es ihm wert. Vielleicht war der faule Sack auch einfach. Vielleicht war auch einfach nur so faul, sich einen sauberen zu holen. So, ich will nochmal meine Heiltränke auf. Tischen und dann treffe ich mich mal mit dem Götz. Wer weiß, vielleicht zerstören wir ja auch die Welt mit unserem ganzen Mutterkristallgehabe. Clive, sag doch gleich, dass du was kaufen willst.
Was sollte ich denn sonst von dir wollen, olle Gewitterhexe? Ich hoffe, du hast es passend. War's das schon? So, dann will ich mal gucken, dass ich den Götz mal wieder sicher heimfahre. Sonst macht er was weiß ich für dumme Sachen. Die Banditen sind weg, aber sieh dir an, wie das hier... Aber ich kann doch nicht einfach den Laden allein... Götz zu finden sollte nicht schwer sein. Ja. Die Männer von der Stadtwache sind ja schon ein strammer Haufen. Schon, aber die Herren von der Kaufmannszunft sind besser betucht. Aha. Ja, worüber Damen halt nur mal so sprechen, ne? Verdammt! Sie haben mein Geheimversteck geplündert. Wie konnten Sie davon wissen? Haha, blöd gelaufen. Die trefflichsten Söldner von... Könnte sein, dass ich mehr weiß. Clive, hör mal! Ich habe einen gefunden, der mehr über die Gerüchte weiß. Wirklich? Los! Der sieht halt echt aus wie ein dummer Affe. Aber er ist so liebenswürdig. Gut. Wie gesagt, ein runzliges altes Weib namens Charon verkauft Stahl an jeden, der ihren Preis zahlt. Egal, ob Ritter oder Knappe. Sie sagt, je mehr Schwerter und Speere sie den Leuten verkauft, desto mehr Kriege führen sie. Und je mehr Kriege geführt werden, desto mehr Schwerter und Speere werden gebraucht. Und an wen wenden sie sich, wenn sie mehr Stahl brauchen? An die gute Sensenfrau selbst. Und du hast die Sensenfrau selbst bei der Arbeit gesehen? Ja, zufällig habe ich das. Meistens verrichtet sie genau hier ihre Arbeit. Hier in Dalimir. Wo genau? Sie hat einen Stand auf dem Markt, wenn sie nicht direkt in ihrem Lagerhaus am Rande der Stadt verkauft. Aber in die Höhle der Löwin wage ich mich mit Sicherheit nicht. Nun, Reisender, bist du mutig genug? Wenn das alles ist, ich muss nun weiter. Ich will dich nicht aufhalten. Es bleibt eine andere alte Frau. Tante ist nicht diese Sensenfrau, oder? Nur wenn sie das Geheimnis entschlüsselt hat, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Hä? Zwei Orte? Charon hat das Versteck seit Wochen nicht verlassen. Wer also betreibt dann diesen mysteriösen Stand? Gute Frage. Ich gehe und sehe nach. Und ich statte dem Lagerhaus einen Besuch ab. Ist gut, aber sei bloß vorsichtig. Du auch, Götz. Götz. Ich will jetzt nichts sagen. Aber wie findet ihr Götz? Muss ich da echt... Muss ich jetzt hier rüber, über die Brücke? Reicht das, oder? Muss ich hier links lang? Könnt ihr mal berichten, wie gut ihr den Kleinen findet? Die Männer von der Stadtwache sind ja schon ein strammer... Ein strammer Haufen, so, so. Kommt die wieder, die Böse? Eine Katastrophe. So, dann will ich mal darüber. Hm? Wenn ich das überhaupt kann. Oh, leck mich doch am Eiersack, ey. Bin voll in die falsche Richtung gelaufen. Mal
sehen, wer in der Höhle der Löwen wartet. Nur du, was? Ich habe wohl etwas zu sehr übertrieben. Die Geschichte war nicht gerade überzeugend. Und? Was jetzt? Das liegt an dir. Entweder kannst du langsam sterben oder schnell. Männer, er gehört euch. Aber das Schwert ist meins. Kommt schon, Leute, wirklich. Ihr seid doch... Alter! Verschwindet und ich drück noch mal ein Auge zu. Natürlich verschwinden die nicht. Ist aber stark, muss ich tatsächlich gestehen. Hält aber viel aus. Nun hast du es geschafft. Ja. Was habe ich geschafft? Nimm deine dreckigen Griffel von mir, du pummeliger Trottel! Ich bin nicht pummelig! Und hör auf, gemeine Lügen über Tante zu verbreiten! Nun, da muss ich dich enttäuschen. Es sind nämlich keine Lügen. Jedes einzelne Wort ist wahr. Und deshalb wird Charon für ihre Verbrechen bluten! Bluten? Götz, alles in Ordnung? Er will Tante töten! Er sagt, dass sie bluten muss! Nach ihren Taten verdient sie den Tod. Sie hat mein Leben und das unzähliger anderer ruiniert. Die Existenz dieser abscheulichen Harpyie ist eine Schande und ich bereite ihr ein Ende. Götz, nicht wahr? Ich habe keinen Streit mit dir. Nur mit deiner Tante. Geh jetzt. Ich werde dir kein Haar krümmen. Nein! Nein! Egal, was sie getan hat, ihr wirst du nichts antun. Das musst du versprechen, sonst werde ich dich umbringen! Götz, nein! Schluss alle miteinander! Woher wusstest du? Ha! Ihr seid lange nicht so gewitzt, wie ihr glaubt, ihr zwei. Habt ihr gedacht, ich würde nicht merken, wie ihr euch davon stellt? Da habe ich überlegt, wer in Dalimil mir was nachtragen könnte. Und mir fiel eine wehleidige Rotznase ein, mit der ich mich früher mal angelegt hatte. Ist lange her, Bogan. Sehr lange. Die Tante weiß aber alles Bescheid. Die Jahre hätten dich zur Vernunft gebracht. Aber nein, du bist derselbe Hosenscheißer wie damals. Wie hatten wir dich genannt? Stinkebein. Du Hexe.
alles, was geschah. Es war alles deine Schuld. Jetzt zahlst du für das, was du mir angetan hast. Götz, du! Wenn du Tante wehtun willst, musst du erst an mir vorbei. Oh, Dreck! Du einfältiger Riese! Aus dem Weg, mit dem werde ich allein fertig. So, Stinkebein. Erinnerst du dich an unser letztes Treffen? Auge um Auge. Weise Worte sind das. Weise Worte. Und nun wird abkassiert. Hat ihm jetzt den Schwanz abgeschnitten? Hat etwas länger gedauert. Ist er... tot? Nein. Doch, das wäre er sicher gern. Ist nicht so leicht, mit einem Auge weniger zu leben. Ich muss es ja wissen. Wie meinst du das? Oh, sag bloß, das ist dir nie aufgefallen. Vor langer Zeit habe ich eins wegen dem alten Stinkebein verloren. Er hat behauptet, ich hätte ihn bestohlen. Ich hatte nichts dergleichen getan, aber das hielt ihn nicht von seiner kleinen Rache ab. Also habe ich dafür gesorgt, dass er alles verlor. Sein Geld, seine Kunden. Ich dachte mir schon, dass er mir das noch heimzahlen will. Doch mit dem armen Götz hat er eine Grenze überschritten. Hat er dir etwas getan? Nein, Tante. Alle Arme noch dran. Schau, Beine auch. Aber was, wenn er wiederkommt? Soll er doch. Dann hole ich mir sein anderes Auge und arbeite mich runter. Er wird seine Lektion schon noch lernen. Wobei ich glaube, dass das alte Stinkebein sie schon gelernt hat. Gut. Bringen wir euch zurück ins Versteck. Gute Nacht, Juna. Ihr habt schon genug Aufmerksamkeit erregt. Los, Clive! Hol ich mir sein anderes Auge Wenn auch noch. Wenn Caron einmal ernst macht. Er hat ihm einfach das Auge rausgeschmissen. Achso, ich gehe auch bald pennen, okay. So, sprich mit Caron. Kann ich die elende Quest jetzt mal langsam beenden? Wenn eine Nebenquest zu lange wird, dann wird es kritisch. Tatsächlich. So, und danach machen wir mit der Hauptquest weiter. Obwohl, ich glaube, es wird langsam auch Zeit, Feierabend zu machen. Nichts verdirbt den Magen so gut wie eine Portion kalte Rache. Entschuldige, Tante. Ich habe es nur noch schlimmer gemacht. Dabei wollte ich dich doch nur beschützen. So wie du mich beschützt. Ja. Was blieb mir übrig? Sollte ich zusehen, wie deine Eltern dich zu Tode prügeln? Wir wären wohl beide schlechter dran, wenn ich es nicht getan hätte. Du warst immer mein rechtes Auge, Götz. Und das soll auch so bleiben. Also wage es ja nicht, dich nochmal in Gefahr zu begeben. Ach, die beiden. Mach ich aber... Wenn ich dich beschützen kann, tue ich es wieder und wieder. Auch wenn du meckerst. Du bist ein Dickkopf. Schön. Spiel den Helden, wenn's dich glücklich macht. Danke, Tante. Ich werde dich stolz machen. So blöd, mein Götz. Viel Fleisch und null Hirn, aber... alles für dich tun. Das mag ja sein. Aber wenn er je auf eigenen Füßen stehen will... muss er anfangen, auch auf sich selbst aufzupassen. Bis dahin muss ihm jemand den Rücken frei halten. So wie du in Dalimil. Glaub mir, ich weiß das zu schätzen. Natürlich. Er ist Familie. Hör auf.
Du machst mein gutes Auge trübe. Und glaub nicht, dass du eine Extrawurst bekommst. Ein Trank kostet dich heute so viel wie gestern. Schade. Ich hätte gesagt, ach verdammt. Alles umsonst. Ja gut, Rufpunkte, ne? Gut. Wunderbar. Dann will ich mal gucken, ob ich mir mit den Rufpunkten irgendwas holen kann. Wie geht's, wie steht's? Ist was für dich dabei? Ich krieg bestimmt bald was Neues rein. Willkommen beim stillen Stifter. Kommst du, um den Lohn für deine Mühen einzufordern? Bitteschön. Hier, bitte. Viel Glück da draußen, Sid. So. Ah. Wunderbar. So, dann wollen wir mal, warte mal, von da kamen wir, ne? Genau. Aber ich muss nicht den ganzen Scheiß nochmal machen. Warte mal. Hä? Laden. Was zum Geier? So, dann will ich mal hier weiter. Hä? Sag mal, bin ich blöd? Sag, ja doch, bin ich. Ich hätte ja nachgucken können. Ich habe auf die Karte geguckt und nach was Falschem gesucht. Okay. Achso, das sind diese Kacklappen da unten. Yeah.
Schade, dass ich die ganzen Gegner nochmal neu machen muss, aber auf der anderen Seite macht es auch ist es auch logisch. Weil ich schon dabei unterwegs bin. Ach Gott. Das ist schon ein Halodri. Ich glaube, ein Tausender brauche ich. Habe ich das eigentlich schon vielleicht? So, Fertigkeiten. Drohne, Satellit. Kann ich nochmal verbessern, theoretisch. Gigaflare. Boah, Alter, wenn du den richtig verbessert hast. Ich glaube, dann wird der echt übel. Grüß dich! Wohin des Weges? Zu den freien Städten vielleicht? Ach, ich denke mir einfach mal einen Teil. Will dich nicht ausfragen. Bin selbst gerade auch nicht wirklich in Erzähllaune, weißt du? Ehrlich gesagt, fehlt mir etwas Inspiration. Ich weiß gar nicht mehr wohin. In Oriflam hab ich einen Reibach gemacht, bis dem alten Drachen die Rübe geplatzt ist. Also hab ich's in der Wüste versucht. Zum Geier. Ist der Zahn auch ausgefallen. Und mit dem Dominium fange ich am besten gar nicht erst an. Ich versuche es wohl in Canva. Nur bei meinem Glück fallen die Orks ein, ehe ich auch nur meine Ware ausgeräumt habe. Was ist mit dem Aber los? Ich sage immer, wo Krisen sind, sind auch Chancen. Und zwar Chancen auf echte Gilgruben. So. Wohin geht's jetzt? Ob in Ashra was zu holen ist? Haben Orks überhaupt Gil? Ich lasse den mal labern. Ich lasse den Lümmel mal labern. So, hier links, das haben wir fertig gemacht. Dann geht es theoretisch hier weiter. Wahrscheinlich müssen wir noch ein Stückchen laufen. Warum greifen wir die überhaupt an? Die haben uns gar nichts getan. Na ja, komm, wird schon passen. Ja, ich dachte, hier kommt was. Vorsicht, Bruder. Das waren Hunde. Warum sagst du dann Vorsicht? Junge, die schnüpfe ich mit einer linken Arschbacke weg. Aber die neue Phönixflamme ist halt richtig geil. Finde ich. Fast geschafft. Warst du schon mal in Tabor? Ich war schon fast überall. Seid willkommen. Besucher sind eine Seltenheit in Tabor. Immerhin werden wir mal richtig. Und jetzt, Joshua? Das Haus gleich rechts hinter dem Stadteingang. Dort finden wir sie. Hey, vielen Dank für den Raid. Verzeiht, Reisender. Aber wie viel ihr uns auch bietet, wir verkaufen grundsätzlich nur an unsere Stadt.
Ja, das ist halt Twitch und Amazon. Aber auf jeden Fall danke für den Raid. Der von Twitch. Ich bin aber auch langsam eigentlich am Bett gehen. Wir sind schon eine Weile dabei. It's Amazon! So. Ich brauche noch irgendwas zu trinken. Boah, Justin, ich weiß gar nicht, wie lange wir... Lord Clive Rossfield, es ist mir eine Ehre. Ich dachte schon, die geht zu dem hin und gibt dem Küsschen. Ritterin der Ewigen, beauftragt mit dem Schutz seiner Gnaden Joshua Rossfield, Auserkorener des Phönix. Natürlich. Jetzt ergibt alles Sinn. Für dich vielleicht, aber... Was zum... Ja, ich habe auch keine Ahnung. Die Ewigen sind treue Diener des herzoglichen Throns. Ah. Oder genauer gesagt... Ja, ich habe auch gedacht, dass es da gleich später... Haus seit Generationen. Wenn auch kein Problem, habe gehofft, die anderen ziehen auch mit, aber viele gehen. Ja, das ist bei Raids teilweise wirklich so, dass sie, dass nicht alle mitkommen. Und ich weiß nicht, bei Seven Days wurde ich vor 2 oder 3 Wochen auch mal mit 500 Leuten geraidet, das war super. Davon haben 10 im Chat geschrieben, 10 haben abonniert und davon sind 3 geblieben. So in etwa. Das ist aber bei Raids immer so. Euch gebührt mein Dank. Ihr habt meinem Bruder das Leben gerettet. Danke dir. Danke dir für den Follow. Pflicht getan. Bin mal gespannt. Berichte. Vielleicht nennt man sich ja gut kennen. Ich bin, was das angeht, eigentlich eher so der kleine Zuschauer, der kleine Streamerkreis. Aber meistens nur am Wochenende. Das Schiff, das wir in der Nacht der Katastrophe am Dominium erspäht haben. Obwohl, ich muss sagen, Justin, war das letzte oder vorletzte Woche? Hatten wir richtig Spaß bei Smash, nicht Smash Brothers, sondern, Joshua? Mario Kart. Die Einherjahr ist das Valuta-Flaggschiff. Da hatten wir mehr Mitspieler als Zuschauer. Das war irgendwie, recht interessant. Als ich von Valuts Verwicklung in die Ereignisse in Drachenfang erfuhr, verspürte ich den Einfluss Ultimas. Ich habe mal gesagt, dass das Spiel ziemlich schwierig. Ich habe immer gesagt, es ist einfach zu Let's Playen und zu streamen. Annahme, dass die schwarze Galeone nach Ausbruch der Kämpfe Anker gelichtet und Kurs nach Süden gesetzt hat. Nach Canva? Dann sind es die Valuta, die hinter dem Angriff stecken. Was von ihnen übrig ist. Ja. Und die schwarze Galeone segelt nur auf Befehl eines Mannes. Barnabas Tarm. Wer das schon wieder ist. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich tue mich immer schwer, Final Fantasy 16 zu spielen, anzufangen, aber wenn ich es anfange, belohnt es mich. Final Fantasy 1, boah, ich glaube, das habe ich mal gespielt. Auf dem Super Nintendo war das, meine ich. Falls ihr das meint. Ein Grund mehr für sie davon zu laufen. Aber auf dem Super Nintendo habe ich am liebsten Mystic Quest Legend gespielt. Ansonsten, ja, Final Fantasy 7 auf der PlayStation 1 habe ich mal gesehen. Das Remake habe ich hier für die PlayStation 4. Die Welt droht ins Chaos zu stürzen und ihr habt nichts anderes als eure Finanzen im Sinn. Und auf der Switch muss ich mal gucken, habe ich das, weiß ich nicht, das 9er? Das Interessante ist, dass die, Final Fantasy Spiele zwar nachfolgend heißen 9, 10, 11. Mitglieder des Rates. Bitte verzeiht seiner Majestät diese Störung. Das ist doch dieser Gestaltenwandler. Was hat das zu bedeuten? Final Fantasy 9 habe ich hier noch für die Switch. Etwas spärlich. Es war ein Download-Spiel, aber irgendwie hat mir Mediamarkt doch die Cartridge. Cartridge mitgegeben, beziehungsweise Case. Also gut. Meine Herren, versteht ihr es nicht? Der König, er rettet uns aus den Klauen der Akasischen. Stimmt, absolut unbalanced. Ich bin durchgerannt durch die Gegner mit Level 50 und jetzt schaffe ich den Boss nicht.
Müssen morgen noch mal ran. Okay. Ich bin doch gar nicht so weit tatsächlich. Ich habe da nicht ganz so viel gemacht. Vergütung verlangt, sind wir natürlich gerne bereit, einen gerechten Preis auszuhandeln. Schweigt. Eure Ignoranz stellt euch bloß. Majestät, verzeiht, wenn ich irre, aber tragen die mordenden Heerscharen, die in Canvas Straßen das Blut der Bürger vergießen, nicht die Farben? Ach so, eins, ja, eins kenne ich nicht. Ich bin nicht so der Final Fantasy Spieler. Ich war jetzt eigentlich, als ich mir den 15er, 16er gekauft habe, war ich recht positiv überrascht, tatsächlich. Genug. Ist das ein Domini? Erbärmliche Kreaturen. Dass ihr euch einbildet, ihr würdet der Erlösung würdig sein. Oha. Das Mädchen ist noch hier, in dieser Stadt. Auch ihr Bewusstsein trieft vor Hochmut wie einst das ihres Vaters. Ein Bewusstsein, an das Mythos untrennbar gebunden ist, das ihn anziehen wird. Mythos, what the heck? Geh und heiße ihn willkommen. Ja, eure Majestät. Reden die von Clive als Mythos? Ich meine, theoretisch schon, wir können uns ja... Komm, Mythos. Dominis aneignen, aber... Das ist unser nächster Gegner. Das Licht des Prinzen kann dich nicht gesättigt haben. Das ist die Dunkelheit. Bahamut war Licht und der ist Dunkelheit. Die 10. Die Story an sich ist ganz okay, aber die 10 fand ich jetzt... Ich habe das beim Zocker Slaxi gesehen. Final Fantasy 10. Fand ich jetzt nicht so geil. Also, wie lange also die Story schon, aber so vom Kontrolle. Gameplay und vom Dingsbums her. Nach allem, was wir von Barnabas, ich glaube, da kamen Yuffie und Yuna drin vor, ne? Mindestens seit einigen Jahren, vielleicht mehr. Mit welchem Ziel? Was ist Ultimas Plan? Das Bild. Zeig's ihnen. Das kann sein, ja, dass man viele Spiele in guter Erinnerung hat, weil man da noch was Gutes empfindet. Ist ja auch bei Fastfood zum Beispiel der Fall. Manchmal, früher als Kind zum Beispiel, hat man Fastfood meistens nach schönen Sachen gemacht. Und dementsprechend denken wir Menschen an sich, Fastfood, Pizza, Hamburger oder sonst was würde. Drachenhauch und nun hier. Was ist das? Würde glücklich machen, ist aber eigentlich nur, weil wir damit schöne Verbindungen assoziieren. Von dem Glauben, den es darstellt, ist nichts geblieben, außer was man dem Bild selbst entnehmen kann. Auch über das im Apoditerium wusste niemand etwas, selbst die Ewigen. Doch, ich glaube, die Bilder geben Auskunft über Ultimas Bestrebungen. Die Figur in der Mitte, unter der die Esper versammelt sind, sie halte ich für Ultima. Er ist ein Gott, zumindest gottgleich, jenseits unserer Vorstellungskraft. Die Esper und somit auch ihre Domini sind dazu bestimmt, ihm zu dienen. Während einige wie Barnabas diese Rolle akzeptiert haben, weigern sich andere, wie du, Clive, was ungelegen sein dürfte, da er dich am meisten zu benötigen scheint. Naja, wir sind der Einzige. Götter mögen keinen Ungehorsam. Ja, da hast du vermutlich recht. Wir sind wahrscheinlich der Einzige.